Okay, vielen Dank. Bevor ich aber anfange mit meinem kleinen Lichtbildervortrag, will ich euch noch so ganz kurz das A und O in Sachen Präsentation beibringen. Ich brauche nämlich ein bisschen eure Unterstützung. Immer wenn ihr das A seht, dann bitte ich um ein wahnsinnig tolles A. Das probieren wir mal kurz. Das funktioniert schon ganz gut. Und das O vom A und O ist dann das O. Das ist dann eher umgekehrt. Das geht dann so. Oh. Ja, so eine Runde Mitleid in etwa. Na? Also, ich möchte euch in meinem Lichtbildervortrag ein bisschen bekannter machen mit diesem Thema disruptives Denken und wie ich schon als kleiner Junge damit angefangen habe. Die Geschichte fängt nämlich an, als ich noch ganz, ganz klein war. Damals, und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hatte eine schreckliche Kindheit. Denn wir waren am Gardasee und alle anderen Kinder hatten immer einen Cola zu trinken. Nur meine Mutter hat mir nicht erlaubt, einen Cola zu trinken. Wo es doch oben so einen schönen Cola-Automaten gab und unten am Stand konnte man das dann trinken. Und ich habe keinen Cola gekriegt. Also musste ich mir irgendwas überlegen. Und es war der Grund oder der Anlass, mich zum ersten Mal quasi selbstständig zu machen in meinem frühen Alter. Ich habe mein Urlaubsgeld angespart, bin nach oben gegangen, habe dort für jeweils 100 Lire eine Flasche Coca-Cola eingekauft und sie am Strand unten, wo es keinen Automaten gab, dann für 150 Lire verkauft und habe mir so dann das Geld für meinen zusätzlichen Colas finanziert. Genau, so geht's also. Das war so das erste Geld und das erste Mal, wo ich eben quer gedacht habe, wo ich mir gedacht habe, nee, das muss irgendwie anders gehen. Wenn die Mama mir das Geld nicht gibt, dann muss ich es eben anderswo herkriegen. Dann ging die Zeit so ins Land, ich bin in die Schule gegangen, habe studiert, Musikwissenschaft, ja, und so weiter und so weiter. Und irgendwann, so um die Jahrtausendwende, hatten wir eine coole Idee, haben uns selbstständig gemacht, haben auch einen Finanzier gefunden. Das war damals in den Zeiten, als das Geld recht locker in den Hosentaschen der Leute saß. Bis zu dem Zeitpunkt, als der neue Markt kaputt ging und ich dann ohne Geld, ohne Job, mittlerweile dann auch ohne Frau, weil es doch ziemlich Stress war und ohne Kinder da saß und nicht wusste, was ich tun sollte. Hat Gott sei Dank aber nur 3 Tage gebraucht, weil nach 3 Tagen hatte ich dann die ersten 100 Euro wieder verdient, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt gar nichts, aber ich habe eine Menge gelernt. Und tatsächlich habe ich mich ab dem Zeitpunkt dann selbstständig gemacht als Gründungsberater, weil ich ja wusste, wie man es definitiv nicht macht. Hat auch ganz gut funktioniert und hat für mich damals auf jeden Fall auch diese Botschaft mir gebracht. Ups, das war der falsche. Irgendwie geht es immer weiter und es geht auf jeden Fall immer anders, als man so klassisch denkt. Und das habe ich ein bisschen verinnerlicht und bei diesem disruptiven Denken geht es eigentlich darum, so diese klassischen Denkbahnen einfach ein bisschen zu verlassen, diese Denktunnel und Denkbarrieren links und rechts aufzubrechen und nach links und rechts zu denken. Ja, die Blütenlandschaft liegen neben den Denkautobahnen und das habe ich dann ein bisschen so zelebriert und nur um es mal zu veranschaulichen, ja, wie das so funktioniert. Das ist kein Backstein. Das ist ein Briefbeschwerer, ein Topfuntersetzer, eine Sitzgelegenheit, ein Blumentopfuntersetzer, eine Beetrabatte, ein Türstopper, ein Wagenheber oder ein Argumentationsverstärker. Also man kann viele Ideen finden, wenn man ein bisschen nachdenkt. Ich erwische immer den falschen Knopf hier. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, wie das funktioniert. Definitiv wissen wir aber, das hier ist nicht nur ein Backstein, es kann auch ganz viel sein, wenn man ein bisschen neben raus denkt. Wie funktioniert es also? Durch Provokation. Provokation ist immer der Aufruf und die Aufforderung, Normen zu verletzen, Regeln zu brechen. Wenn ich mich vor dich hinstelle und sage, mach doch, komm, komm, mach, dann ist es die Aufforderung, die Regeln des Anstands zu verletzen und mir eine zu zentrieren, zum Beispiel. Ja? Es gibt aber auch Fragen, die eben provozieren und diese provokanten Fragen sind ein Instrument, um dieses disruptive Denken ein bisschen anzukurbeln. Zum Beispiel diese Frage, zeichne ein Quadrat aus 3 Strichen. Nein, ein Quadrat mit 3 Strichen. Wenn ich ein bisschen quer denke, ist es eigentlich relativ einfach. Ich zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Na?
Das sind so die einfachen Übungen. Oder man kann dann ein bisschen so die Box, die Denkbox verlassen und blöde Fragen stellen. Was sehen eigentlich die Wolken, wenn sie tagträumen? Im Augenblick sehen die Wolken hier oben, das hier, und sehen da diesen kleinen dicken Mann, der da gerade an der Leinwand steht und versucht, einen Vortrag zu halten, wenn sie durch das Dach blicken können. Oder wir stellen die Fragen, die Kreativität auslösen, weil Kreativität künftig in diesen Zeiten der Digitalisierung, die einen großen Wandel mit sich bringt, eine der ganz großen Wirtschaftsfaktoren sein wird, um Innovationen zu befördern. Das fängt an im Recruiting. Ich muss mir ja die Leute schon so suchen, dass sie zu meinem Business passen, dass sie auch ein gerütteltes Maß an Kreativität mitbringen. Und dann kann ich die beim Einstellungsgespräch zum Beispiel mit solchen Fragen konfrontieren. Wie viele Golfbälle passen in einen VW? Oder du bist auf die Größe einer 10-Cent-Münze geschrumpft, wirst in den Mixer geworfen und in 60 Sekunden startet der Mixer. Was machst du? Und da geht es natürlich nicht um irgendwelche tatsächlichen Lösungen, sondern da geht es nur darum, zu provozieren, wie geht ihr diese Problemfrage an, welche Strategien entwickelt er, was findet er da für fantasievolle, kreative Auswege. Das geht im Marketing auch, da muss ich versuchen, Denkwege zu verlassen, zum Beispiel die Orte, wo ich irgendeine Werbung hinmontiere, mal ganz anders zu nehmen, oder ich breche die Form und mache da ganz andere Ebenen auf, in Form einer Visitenkarte zum Beispiel, oder die Orte definiere ich ganz anders, in welcher Art ich meine Werbung an den Mann bringe und kann da querdenken. Oder ich mache es genau andersrum, zum Beispiel bei diesem Thema Reverse Graffiti. Ich säubere etwas, anstatt es zu verschmutzen. Und damit bin ich nämlich juristisch im im anerkannten Raum. Ich darf nichts verschmutzen, mit Sprays zum Beispiel, aber es ist nicht verboten, etwas partiell zu reinigen. Zum Beispiel mit dem Kercher. Also mit solchen Gedanken, Gegendenken, das Gegenteil machen, Querdenken, komme ich ganz gut weiter. Das geht zum Beispiel auch mit Fragen, die es zum Thema Geschäftsmodell dann gibt. Versuch mal, dein Geschäftsmodell deinem 8-jährigen Neffen in 3 Sätzen zu erklären. Dadurch bist du gezwungen, das so zu abstrahieren, dass zwangsläufig ganz viele Dinge weggelassen werden und dadurch aber Raum frei wird, um mit einer neuen Sichtweise auf das Ganze zu gehen. Oder du überlegst dir, was sind denn so die Klischees in unserer Branche? Was ist eigentlich die klassische Erwartung, mit der ein Kunde zu uns reinkommt? Und wie können wir das brechen? Was ist zum Beispiel die klassische Erwartung, wenn ich online Strümpfe bestelle? Dann will ich natürlich ein Paar, ich habe ja in der Regel 2 Füße. Es gibt einen Laden, Little Mismatched, der verkauft Socken in 3er-Packs, 3 Stück. Keine Paare und ist sehr erfolgreich. Quergedacht. Ja? Ich kann mir angucken, was haben meine Kunden bisher eigentlich mit meinen Produkten gemacht und welche Hacks haben die erfunden, um meine Produkte zu pimpen. Wenn IKEA nur ein bisschen aufmerksam wäre, würden Sie da draußen einige der vielen 100 Seiten mit IKEA-Hacks einfach mal genauer durchgucken und sich Anregungen holen. Denn es gibt auf diesen ganz vielen Seiten immer wieder Hacks, wo Leute die IKEA-Möbel, vor allem dieses quadratische Kallax-Regal, auf irgendeine Weise pimpen, verändern und mit ganz neuen Nutzungsebenen versehen. Da kann ich ganz viel davon lernen. Oder wie machen es die Schweden? Wie würden es die Schweden machen? Wie würden die mein Produkt benutzen? Wobei es dann nicht um die Schweden als solche geht, sondern um unser Bild als Schweden. Ja? Wie sehen wir den Schweden oder das schwedische System? Das heißt, was kann ich daraus lernen? Selbst zusammenbauen zum Beispiel. Wie kann ich das auf mein Produkt übertragen? Solche Ebenen und solche dummen Fragen stellen wir uns da manchmal in diesen Workshops, die ich da in den Unternehmen im Bereich Marketing oder im Bereich Geschäftsmodelle dann durchgehe. Im Prinzip geht es aber eigentlich zunächst mal darum, sich neu zu verdrahten, neue Sichtweisen, neue Möglichkeiten außerhalb der Box zu denken, sich gedankliche Freiräume zu verschaffen. Was allerdings auch manchmal schwierig wird, weil sobald du einmal diese äußere Sichtweise hast, kannst du nicht mehr zurückkehren. Ich war vor 2 Jahren in Venedig und bin immer wieder in den kleinen Gässchen an den Klingelschildern vorbeigelaufen und irgendwann hatte ich so dieses komische Gefühl, die Klingelschilder
sehen irgendwie anders aus als unsere. Und irgendwann habe ich mich von den Klingelschildern verfolgt gefühlt, denn jedes zweite Klingelschild sah aus wie ein Gesicht. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich dieses Bild im Kopf, das sind ganz viele Gesichter draußen und plötzlich habe ich überall Gesichter gesehen, beim Kochen. Wenn ich ein Ei aufgeschlagen habe, plötzlich starrt mich ein Gesicht an. Beim Spazierengehen sehe ich Gesichter, überall Gesichter. Egal wo ich hingucke, sind Gesichter. Ich kann diese Sichtweise nicht mehr anders wahrnehmen, als diese Gesichter zu sehen. Immerhin, und das ist dann das Positive und so vielleicht der Beleg, dass dieses disruptive Denken ja doch für was gut ist, ich konnte eines der ganz, ganz großen Geheimnisse zumindest klären. Ich will es mal ein bisschen herleiten, sodass es klar wird, was ich meine. Und zumindest das ist jetzt soweit geklärt und wir wissen die Herkünfte. Vielen Dank.